Ja. Stimmt, wir wieder F-Zero 99. Jetzt würden manche Leute fragen hier im Stream: Hä? Was ist denn mit F-Zero? Das spielst du immer davor. Oder YouTube, Leute auf YouTube auch: Hä? Gestern erschien doch gar kein Part F-Zero. So, also nur F-Zero 99, weil das kommt direkt danach. Hey, Tagesspiel statt Bonus, start ein Spiel morgen und man lautet eine Belohnung zu haben. Der Grund ist, es ist halt so. Es ist so, wie es ist. Nee, wir haben ja alle Kämpfe dort gesehen und ich würde halt die Tage mal wieder weiterspielen, aber ich wollte heute einfach das machen und gucken. Ach, guck mal, erst in der Stunde stand natürlich der Grand Prix. Mini Pui, drücke eine Serie aus 3 Rennen ordentlich auf die Tube. Dann werden wir das doch auch direkt mal machen, auf die Tube drücken. Ja, ich habe überlegt, je nachdem, wie ich Bock habe, werden wir auch zwischendurch gerne mal weiter F-Zero spielen. Ich habe ja gemerkt, das haben sehr, sehr viele Leute positiv aufgenommen. Zumindest der erste Part, die anderen nicht so, aber schon okay. So. Und das wird auch einigermaßen so beibehalten, habe ich mir überlegt. Ich bin am Überlegen, ob ich... ich weiß nicht, ob wir Standard bleiben. Ich nehme mal den Grün. Das ist auch mal was anderes. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich voll schlechte Internetverbindung habe. Nee, ich habe so gedacht, so, ich würde halt viel gerne ein bisschen unterschiedlicher spielen. Also zwischendurch mal das hier. Und vielleicht sogar immer nur an einem Sonntag. Ja, ich glaube, wir haben eine sehr, sehr schlechte Verbindung. Das ist heute wirklich beschissen. Immer an einem Sonntag zukünftig diese Sachen zu haben, sodass sich Splatoon dann halt verschiebt. Also das bedeutet, dass wir immer der Online-Part an einem Sonntag ein Special-Online-Part wird von irgendeinem anderen Spiel. Zum Beispiel in Zukunft auch Mario Kart oder was auch immer. Das war, glaube ich, schon mal... Und ich glaube, das könnte auch eine gar nicht mal so schlechte Sache sein. Würde ich jetzt mal so vermuten. Und ja, wäre so mein Ziel auf jeden Fall. Boah, ich muss wieder wegen der Steuerung gucken. La, 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 la. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich würde halt wegen solchen Special-Sachen mal gucken. Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, wie ich denken würde. Und, ja. Werden wir uns die Scheiße einfach mal ansehen. Also da ist sehr, sehr viel am Explodieren, wie ich gerade gesehen habe. Ach, shit. Scheiße. Und, ja. Deswegen genau das werden wir uns auch antun. Hey Kugelfisch, ich antworte dir gleich, Princess, nach der Runde. Nein, scheiße. Ganz total verkackt. Wir müssen langsam aufpassen. Wir sind ein bisschen am Straucheln. Aber das ist egal, weil wir sind 63. Ist echt krass, wie die Politik mit dem Führerschein vorhat. Nicht mehr bis zum Lebensende mit Geld, was man neu investieren muss. Ich habe mir dazu nichts angeguckt, weil ich da nicht betroffen bin. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass ältere Leute jetzt auf jeden Fall dazu nochmal gedrängt werden, den Führerschein nochmal neu zu machen. Weil ich muss echt sagen, es ist jedes Mal, wenn wir kurz davor sind, irgendwo reinzufahren, es ist fast immer eine ältere Person. Und ich merke das halt selber auch von Leuten im... Also ohne das jetzt zu relativieren, aber auch sehr viele Leute bei uns oder beziehungsweise bei uns im Bekanntenkreis, die hören irgendwann auf zu fahren. Weil die halt irgendwann tüdelig werden, so. Also so kenne ich das, nur Gesundheit. Deswegen, es tut ja niemanden Beinbruch, sag ich mal, nochmal einen Test zu machen.
Die anderen, also wie jetzt genau, was da jetzt mit beschlossen wurde, habe ich mir nicht angesehen. Werde ich vielleicht noch in Zukunft machen. Aber ich muss auch sagen, dass ich aktuell mir so hauptsächlich so politische Sachen eh nicht angucke, weil mir eh gerade alles auf den Sack geht. Oder besonders, mir gehen eher die Leute auf den Sack oder dass vieles halt irgendwie nur aus Prinzip gemacht wird, anstatt mal zu gucken, warum etwas gemacht wird. Oh, wir müssen was für den Umweltschutz tun. Nö, aber ich bin aus Prinzip dagegen. Ja, aber das würde uns allen helfen. Nö. Ja, okay. Mehr will ich zu dem Thema nicht sagen. Naja. Nächsten wir mal ein bisschen mehr F-Zero. Zero! Ich spiele heute so konzentriert wieder. Aber das habe ich ja letzten Mal gesagt. Das darf ich nicht jedes Mal sagen. Das denken die Leute so, der kommt, spielt ja immer noch konzentriert. Ja, tut er auch was. Ah! Das mit den alten Leuten ist okay, aber Gewichtsklassen für einen Schein, beziehungsweise wenn das Auto schwer ist, muss man B plus machen. Ich habe keine Ahnung, aber das ändert sich ja gefühlt eh jedes Jahr, ne? Ich habe es aber auch nie so ganz verstanden, dass du halt, wenn du einen bestimmten Schein machst, dass du dann auch Mofa fahren darfst und so. Und ich denke mir so, ja gut, okay, ich glaube, das Ding fährt sich ein bisschen anders als ein Auto. Hey, ich habe jemanden K.O. gemacht, das ist gut, weil dann wird mein Boost nochmal erhöht. Hey. Okay, das hat mir nochmal den Arsch gerettet. Du hast YouTube gesehen, sonst nerven mich diese Themen auch. Ja. Hast du das beim Säumelko oder so gesehen? Nee, mich nervt eher dieses Drumherum, weil ich das bei vielen Sachen halt nicht nachvollziehen kann. Bei vielen Sachen. Also wie gesagt, das oft verfolgt das ja irgendwie, ich sag mal, irgendwelchen Idealen oder eine Sache, dass das Leuten hilft oder hat einen Grund, aber bei vielen Sachen, die sind einfach dumm. Weil das einfach nur aus, ich habe das irgendwo mal gehört und dann ist das auch so, weil das irgendwie zigtausende Leute sagen und irgendwelche Quellen da belegen, die alle sich gegenseitig eigentlich unterstützen und aber, weil das eigentlich richtig ist, aber ich das aber nicht richtig finde, einfach weil aus Prinzip, nö. Und ja, das kotzt mich halt an, dass im Prinzip das nur noch eine Debatte ist zwischen, ey, wir haben hier Fakten und nö, ich will die Fakten aber nicht haben. Ja, deswegen. Aber naja. Anderes Thema für sich. Deswegen, wir wollen hier chillen. Ja, zwei besiegt. Bei Vermieter-Tagebuch und eine Info bei der Schirm bei YouTube. Ah, die Dashcam-Videos finde ich lustig manchmal. Eigentlich nicht lustig, eigentlich ist das auch so ein Ding, ich gucke das hauptsächlich und reg mich drüber auf. Was da für Leute teils Auto fahren, ne? Aber ich bemerke es halt immer öfter, ich weiß nicht, ist das so eine Sache, also ich fahre ja kein Auto, ne? Das ist nur wisst. Ich bemerke das aber immer wieder, wenn ich mit anderen zusammen fahre, dass immer wieder irgendjemand so dumme Fehler macht. Alleine, mich kotzt das ja schon an, du siehst online irgendeine Scheiße. Da ist jemand, der jemand anderen reinfährt und dann steht überall in den Kommentaren, ja, das liegt nur daran, weil der eine zu langsam war. Und ich denke mir so, nein, Junge! Ich hab noch nicht mal einen Führerschein und sehe, was die da für eine Zahl am Rand steht. Also. Es ist so schrecklich. Ich habe auch mittlerweile, um ehrlich zu sein, ich habe echt Angst, Auto zu fahren, weil immer wieder du fährst auf eine Autobahn und plötzlich zieht da einer rüber. Jedes Mal. Ich habe ohne Scheiß, ich fahre überhaupt nicht gerne mit jemandem im Auto. Gar nicht. Ich krieg da Panik. Ja, ich dachte, er zieht für mich ein bisschen. Oh, shit. Ich wollte das Auto ein bisschen wegkicken. Nee, deswegen,
Ich will auch keinen Führerschein. Ich will keins. Ich will keins. Ich wollte nie eins. Oh, shit. Ich sollte mal auf Gas gehen. Ah, shit. Also ich werde auf jeden Fall, so wie es gerade aussieht, nicht verlieren. Aber wäre natürlich schön, wenn man noch ein bisschen mehr mitziehen könnte, ne? Also mal sehen. Ich habe nach unten gedrückt und der ist wieder nach links gezogen. Es sind zu viele Menschen auf der Straße, die nicht an die Regeln halten. Es blinkt keiner mehr, es zieht jeder einfach rüber. Besonders dieses, auch dieses, du fährst irgendwo lang und plötzlich von rechts aus einer Einfahrt kommt einer rausgeschossen, stellt sich halb auf die Straße und guckt von links nach rechts. Oh, kann ich jetzt fahren? Ja, jetzt kannst du fahren, weil du hast die Straße blockiert, mein Freund. Und das heißt die ganze Zeit. Hat vor einigen Tagen auch an der Tödeldame Beschleunigungsstreifen und auf der Strecke ist 100. Ich kam nicht mehr rauf, musste da überholen und die wollte mich nicht reinlassen. Oh, schön. Ja, schade. Also das ist ein bisschen ärgerlich. Aber naja, was willst du machen? Also hier mit dem Rennen meine ich. Teamkampf? Dann nehmen wir doch mit. Oh, erziele den ersten K.O. in einem Rennen. Ach, den ersten? Füge einen Rivalen ein K.O. Den Rivalen? Ja, schön. Nee, also wie gesagt, ich habe kein Interesse, Auto zu fahren. Ich finde das viel zu anstrengend. Mich regt das schon auf, wenn ich nur Beifahrer bin. Ich kenne auch sehr viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, die gar nicht mehr Auto fahren oder halt so gut wie nicht gar nicht mehr, aber halt die das komplett reduzieren in Bezug auf das zum Beispiel, wenn die irgendwo hin müssen, wo die zum Beispiel einkaufen, dann gehen die lieber irgendwie mit dem Bus fahren oder so. Oder wenn es durch die Innenstadt geht, war sowieso immer ein Horror, aber kenne ich auch ganz viele, die fahren nicht mehr aus Prinzip durch die Innenstadt. Also beziehungsweise, wenn die irgendwas in der Innenstadt machen möchten, was eigentlich auch generell eine Sache ist, die gar nicht mal schlecht ist, aber die fahren dann auf jeden Fall halt mit dem Bus dann dorthin. Aber ich muss es einfach sagen, es ist halt, ich habe es eigentlich auch vorher nicht verstanden, weshalb man besonders in die Stadt fährt, weil in die Stadt zu fahren ist wirklich ein, ja, da sind keine Parkplätze oder was auch immer und dann sind das immer Leute, die sich dann total über Parkplatzmangel beschweren und irgendwie so, ja, das war jetzt schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren so, aber okay. Schon vor meiner Geburt war das so. Und du gehst ja nur hin, um da rumzueiern, sag ich mal, nicht um da irgendwie einen Großeinkauf zu machen. Aber Leute, die hier schon anfangen zu kicken, ne? Also besonders also aus dem eigenen Team, meine Entschuldigung. Die Rangvorgabe verfehlt? Kann man denn jetzt schon die Rangvorgabe verfehlen? Achso, damit. Okay, also damit macht man keinen Kickschaden. Ist nun allgemein auch nur mit Entmüdigung von der Politik, die schwanken viel ein und wir steuern uns doppelt. Das Leben wird immer schwerer und wir bezahlen dafür Steuern. Also einschränken habe ich bis jetzt immer noch nichts gemerkt. Ich höre das immer wieder, aber ich bemerke davon nichts.
ja, höre ich immer wieder, dass positive Sachen sind. Oder ich höre immer einschränkend von irgendwelchen Magazinen, die mein Mensch wird eingeschränkt, obwohl gar nichts gemacht wird. Kann er sehr das Video von der dunkle Parabelritter empfehlen. Zu die aktuelle Bilanz der Ampelregierung. Da wird das sehr gut aufgegriffen. Parkplatzmann ist bei mir auch ein Thema. Ja, aber ich sag mal, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder werden mehr Parkplätze gebaut oder es werden mehr Möglichkeiten geschaffen, Alternative zu haben. So, dadurch, dass im Prinzip die Autoindustrie, auch wenn sie immer noch von der Regierung bzw. von dem Lobbyismus gepusht wird, in Zukunft wohl nicht mehr so ein großes Thema ist. Zum einen, weil ich glaube, es bald nicht mehr so in der Interesse ist von vielen, noch ein Auto zu bezahlen. Weil das ist ja mega teuer. Zum anderen, weil halt auch die Grundmittel halt nicht mehr jedenfalls in dem Zusammenhang existieren werden, wahrscheinlich, wie wir sie aktuell haben, ist da zu erhöhen halt schon, ja, muss man, ist die Frage, oder sollte man eher so ein anderes Angebot haben, wie zum Beispiel, dass zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel billiger werden oder mehr halt attraktiver gestaltet werden, ne? Ich glaube, würde so ein schönes Mittelding gemacht werden, wäre das ein schönes Ding. Nur zum Beispiel, die meisten, die halt Auto fahren, gehen ja aus Problemlichkeit hin, ne? So wie man den Namen ausspricht, der dunkle Parabelritter. Ja, also nicht Parable, sondern Parabel, also auf Deutsch. Aber musst du einfach, gib das rein, dann kriegst du das schon. Kann ich generell die Videos sehr empfehlen. Sind manchmal ein bisschen reißerischer, also beziehungsweise wenn es um ein Thema geht, was ihm ein bisschen mehr an Herzen liegt, aber besonders halt die politischen Sachen sind sehr, sehr gut zusammengefasst. Ach, und lass dich nicht von den Titeln und dem Thumbnail irritieren. Das Video, das ist fast immer halt reißerisch, um halt Leute zu provozieren und dann halt die Video zu sehen. Kann ich absolut empfehlen. Weil das halt, weil wie gesagt, die aktuelle Ampelregierung, ohne jetzt hier zu viel Kontext oder zu viel reinzupacken, aber es wird halt hauptsächlich von den Medien oder halt von den Oppositionen sehr negativ reingesteckt. Ich bin auch nicht mit der Ampel zufrieden, überhaupt nicht. Ich hätte eher ein anderes System, aber naja, also nicht anderes System, politisches System, sondern anderes Dings gehabt, aber das ist jetzt was anderes. Aber im Prinzip so negativ, wie es dargestellt wird, ist es bei weitem nicht. Zumal wir sehr viele aktuelle Krisen haben und sehr viel, was die vorherige Regierung kacke gemacht hat, was aktuell korrigiert werden muss über Jahre hinweg. Da ist das halt schade, dass sehr viele in der Bevölkerung halt eher auf diese reißerischen Sachen aufspringen, beziehungsweise halt auch auf die Sachen, die wie gesagt, die Opposition die ganze Zeit rumschreit. Wie ich einen schönen Vergleich gehört habe, das ist so, als würdest du irgendwo ausziehen, die ganze Wohnung randaliert haben und dann den neuen Mieter dafür beschuldigen, weil die ganze Wohnung ja scheiße aussieht und warum der immer noch nicht sauber gemacht hat, obwohl du ja dafür verantwortlich bist. Du bist dafür verantwortlich, nicht der neue Mieter. Aber ey, so lange die Leute schlucken. Naja. Hey, wir sind sehr weit unten. So, und jetzt möchte ich wirklich nicht mehr über Politik reden. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Thema, was ich momentan von mir ein bisschen distanzieren möchte. Und ja, ich würde auch eher recherchieren, das finde ich immer besser. Ich finde es halt interessant, wenn ich das besonders halt mal von den anderen Seiten sehe, weil man bekommt ja auch hauptsächlich das mit, was zum Großteil rumgeschrien wird. Wie heißt es so schön, wer am lautesten schreit, der hat recht. Aber im Prinzip, wenn man sich dann halt mal diese differenzierteren Sachen anguckt oder beziehungsweise das nicht nur nach dem Bild, ey, der ist schuld, sondern mal anguckt, warum ist der denn schuld? Was liegt denn dahinter? Mal schaut, dann ist das eigentlich gar nicht mal so ein einfaches Thema, wie viele das hinstellen, beziehungsweise auch, warum auch immer gerade so das Wahlergebnis bei vielen Sachen aussieht. Weil das ist eigentlich momentan nur noch so ein Protestding, wie ich vorhin gesagt habe, mit, hab schon wieder vergessen. Also, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall kann ich die Videos von dem sehr empfehlen, von dem dunklen Parabelritter, wenn ihr sowas sehen wollt. Doch immer andere sind schuld. Ja, so ist momentan leider die politische Debatte, wie gesagt, zum Großteil in der Opposition. Wird auch das Thema nicht raus, sondern das ist immer schwierig. Ja, nee, das balanciert sich ja so rein. Ich kenne mich ja auch, ich sage auch, ich will davon nicht mehr reden und dann rede ich trotzdem weiter. Aber so ist es halt, ne? So, ich will ganz normal mal spielen. Ich will hier mal ganz normal reinstarten. Das ist wie, wenn ich mit einem Kollegen telefoniere, ne? Ich sag von Anfang an, jo, ich will nur 5 Minuten reden, so. Und dann redet man und dann sagt jemand was noch, so zum Abschluss. Und dann
ergänzt du noch was und dann schlittert man wieder in das nächste Thema und das dreht sich und... Ich habe immer Unterhaltung mit Uno verglichen. Bei Uno bleibst du ja auch nicht nur bei einer Zahl oder einer Farbe. Oder Mau Mau. Große Frage, was ist besser, Mau Mau oder Uno? Dann sind es zwei schon. Ja, okay, eher eine, aber ja. Also ist das halt. So ist das halt. Gehört halt zum Leben dazu. Ach Mann, nicht nach unten drücken. War Sonntag beim Togo-Fest? Du, wieso warst du beim Togo-Fest? Ich wollte auch hin. Wo warst du? Bei euch dort in der Stadt oder so? Dann sehr viele Kinder, ja, ja. Irgendwie mein Bruder meinte letztens, das ist hier irgendwo bei uns sogar in der Stadt gewesen. Und da wollten wir erst hingehen. Ich weiß gar nicht mehr wieso, da ist irgendjemand, irgendein frühere TV, also den man von früher kennt, so gewesen, da habe ich erst überlegt. Weißenhäuser stand. Okay, ach, Weißenhäuser, ach. So Waisenhäuserstände, okay. Ja, bei uns war einmal, ich weiß nicht, ob es die Togo oder die Kika-Tour war. Eins von den beiden war mal hier. Und das war bei uns am Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof ist kein Platz dafür. Da ist nichts, um Sachen aufzustellen. Nichts. Es ist technisch nicht möglich. Logistisch nicht möglich. Und im Prinzip war da auch sehr wenig. Es war rappelvoll. Der ganze Verkehr, der drumherum ist, weil da ist halt direkt die Straße davor, die hat halt nicht funktioniert. Selbstverständlich nicht. Und, ja, auf jeden Fall, das war ein Riesenfiasko. Und meine Brüder waren dort und, nee, das soll wohl absolute Enttäuschung gewesen sein. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was das war genau. Ist halt auch schon ewig her, ne? Okay. Meine Freundin und ihren Mann. Mein Freund und ihre Oma und ihre doch, Alter. Da war ja eine Menge los, ne? Da war eine Menge los. Drei Rivalen besiegt. Wir kommen langsam nach oben. Muss aber mal ein bisschen mehr üben. Aber ich bin froh, dass wir heute mal ein anderes Fahrzeug haben. Das ist auf jeden Fall auch mal was anderes. Kommen ja gut voran. Skyrail-Fan. Wow. So, wenn wir noch einmal 99er machen, können wir... Oh, verwende 99 mal den Turbo. Turbo! Ja, machen wir das nochmal und gucken wir gleich nochmal, was der eine Kampf ist und dann, ja. Bin gespannt. So viele Kindermenschen bis auf einen kleinen Ort, viele Schlangen, hätten sie mal aufteilen können. Ich weiß gar nicht mehr, bei uns war, glaube ich, nur eine Bühne. Und so ein bisschen, so, weiß ich nicht, ich glaube, so ein paar Leute in Kostüm. Und das war's. Deathwind. Obwohl Sand Ocean besser wäre, aber Deathwind wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja, Sand Ocean. Also okay. Deathwind war mal so ein bisschen was anderes, besonders wegen den, wo man Energie bekommt. Und spieltechnisch ist es halt selbstverständlich was ganz anderes. Boah. Ich weiß nicht, ob das Zahnschmerzen sind. Ich habe keine Ahnung. Oder ob das irgendwie, weiß ich nicht, ob ich wieder da Probleme mit dem Zahnfleisch habe. Nee, ich werde da mal morgen absprechen mit dem Arzt. Morgen mit dem Arzt. Ich werde den morgen nochmal anrufen, wollte ich sagen. Und hoffen, dass der morgen endlich, ich da jemand erreichen kann. Das wäre ein bisschen positiver.
Da war UNO, Baby Born und Co. Eine große Bühne und viele Hüpfburgen. Stimmt, eine Hüpfburg war, glaube ich, auch da. Doch. Ich weiß es nicht mal, weil irgendwie habe ich es im Kopf. Ich war auf jeden Fall nicht da, aber ich habe irgendwie im Kopf da irgendwie mal so ein Ding gesehen. So, vielleicht war das auch in zweimal in der Stadt und ich habe das nur von außen mal gesehen. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Wissen wir, wenn ich jetzt jemanden K.O. kicken könnte. Weil dann hätten wir ein bisschen mehr... Agi, das hätte ich nicht drücken dürfen. Das hätte ich nicht drücken dürfen. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Gib mir doch jemand Energie. Ich bin tot. Togolino, eine Kuh. Ja, ja, Togolino kenne ich noch. Sehr gut, wir haben eingeschafft. Total Schaden. Kabelempfang defekt. Togolino war noch eine Zeit. Da gab es auch. Der hat so richtig geiles Eis. Togolino als Mini-Pui. Ja, komm. Also, ich muss dafür jetzt eine Karte investieren oder ich krieg eine. Nee, ich glaube, investieren, ne? Ja, dann haben wir doch noch einen netten Abschluss, wenn wir den jetzt schaffen und nicht nochmal sterben. Ach guck mal, sind sogar ganz oben rechts, das sehe ich jetzt erst. Manchmal tummeln sich ja auch YouTuber, die man kennt. Hab ich mal gehört. Also habe ich gehört. Nee, weil viele meinen, das sind CPU-Gegner. Aber sind das gar nicht. Das sind wirklich echte, also das sind Leute, die da wirklich spielen. Oh. Online. Ich glaube auch, die Leute würden sich nicht so perverse Namen teils nehmen, aber... Also jetzt haben wir noch keinen, aber trotzdem. Naja, wollen wir mal sehen. Online ist der neueste Trend. Naja, ich glaube, das setze ich nicht durch. Reden alle davon, aber... Chizzy hasst das, wenn ich das mache. Weil der maut ja immer so. Also der kann auch richtig machen, aber sonst macht er immer noch. Ich liebe es einfach. Mir geht es auf den Sack. Mit anderen in den Raum an der Konsole. Ja, ich auch. Ich tatsächlich auch. Ich finde das bei wenigen Spielen finde ich das okay. Ich muss das sagen. Also ich spiele zum Beispiel auch gerne, wenn Senryu bei mir ist oder so. Dann zocken wir auch zum Beispiel. Dann hole ich mir auch gerne. Also, hä? Okay. Dann fällt mir voll weggeschleudert irgendwie. Dann bauen wir uns gegenseitig noch einen Fernseher auf. Und spielen dann halt nebeneinander. Das ist eigentlich ganz chillig. Und ja, so, ich darf jetzt gleich kein Turbo machen, weil wir sind sehr, sehr kurz vom Bankrott. Ja, wir müssen ja nur nach vorne kommen. Die ersten Runden sind ja egal. Ich habe trotzdem Turbo aktiviert. Warum? Ist so. Ist jetzt eh vorbei. Tara. Meine Kräne so ähnlich ist. Mein alter Hündin Gabi wälzt seit einigen Wochen nicht mehr, nur noch selten wegen ihrem Herzhusten. Oh! Ich hoffe, das wird besser. Ja, wenn die älter werden, ne? Ah, das ist immer scheiße. Ah.
Coconut Gun, ja! Direkt an den DK-Rap denken. Wollte ich ihn gerade noch sagen? Achso, mit dem Zocken. Ja, ich war echt traurig. Little Nightmares 3 kommt hier jetzt. Weiß jemand, ob da übrigens eine Collector's Edition oder so kommt? Ich würde mir so gerne Collector's Edition dazu holen. Weil vom zweiten fand ich die schon... Vom ersten war die schon geil, aber die habe ich damals nicht geholt, weil es das nicht für eine Nintendo-Konsole gab. Und für den zweiten war das halt echt cool, das Ding. Also die habe ich. Die hat auch nur 50 Euro gekostet, inklusive Spiel. Und ich glaube, da war auch noch ein Download... Genau, ein Download-Code war da noch drin und noch andere Boni. So, und jetzt hier vernünftig springen. Und auf jeden Fall, ist das überhaupt die dritte? Ne, das ist erst die zweite, ne? Ne, auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau, der dritte Teil, der hat Couch-Koop. Und dann habe ich mir sogar, boah, cool. Wäre ja cool, mal mit jemandem so zu zweit sowas zu spielen. Warum nicht? Ich spiele eigentlich überhaupt nicht gern zu zweit. Außer so Mario Kart oder sowas. Aber sonst so die meisten Spiele, die spiele ich halt so eher für mich. Auch Lego-Spiele. Ich weiß, die sind halt teils auch für Mehrspieler ausgelegt und so. Aber ich kann das überhaupt nicht ab. Ich mag das überhaupt nicht. Ich muss da, hab da meine eigene Ordnung drin. Dann spiele ich das auch für mich selbst und so. Und, aber da habe ich so gedacht, boah, das wäre ja eigentlich voll cool, weil das hat mir auch, also es wäre auch, glaube ich, dem zweiten Teil ganz gut gegangen. Ja, und dann hieß das ja aber nur online, weil das sonst die Spielerfahrung umändern würde. Und ich dachte mir so und alle anderen so, leckt mich. Spielerfahrung? Ich zeige euch gleich eine Spielerfahrung. Wir sind in der dritten Runde, sehr gut. So, jetzt können wir keinen Boost mehr, versucht es aber trotzdem. Ja, in der letzten Runde noch einen zu kriegen, ist halt sehr unwahrscheinlich. Ist noch leider nicht so weit vorne, wie ich es gerne hätte. Ja. Shit. Okay. Seltsam, ihr geht es gut, sie frisst noch gerne und viel ist doch schön. Sie wird nächstes Jahr im Sommer 13 Jahre alt. Ui. Früher hat man gerne mit anderen vor der Konsole gesessen. Ja, F-Zero habe ich damals viel gespielt. F-Zero habe ich ja erst mit der Wii U so richtig kennengelernt. Also da habe ich ja schon mal gesagt, wegen dieser 30-Cent-Aktion. Das war ganz cool. So, letzte Runde. Ja, früher, weiß ich nicht, also früher habe ich auch viel gespielt mit anderen zusammen, aber hauptsächlich mit meinen Brüdern oder so, aber ich muss sagen, irgendwie war ich sowieso immer ein Kind, was viel alleine gespielt hat. Also sehr, sehr viel allein. Ich brauchte immer meine Ruhe und ich habe sehr, sehr gerne Zeit lang, als ich mich mit Neues viel getroffen habe, da haben wir sehr, sehr viel so Couch-Korb-Spiele gespielt, sowas wie Overcooked und so, aber das war es halt auch. Ich habe da in der Zeit auch sehr viel gekauft, aber irgendwie leider dann nicht nochmal irgendwie was gespielt in der Hinsicht. Weil, wie gesagt, ich hab halt soweit eigentlich niemanden und ich kenne auch tatsächlich die wenigsten, die halt irgendwie Bock haben, sich mit mir irgendwo hinzusetzen. Ich habe aber auch leider sehr wenig Freunde so im Freundeskreis. Hier kann man übrigens eine Abkürzung nehmen, wenn man hier, genau hier links könnte man drüber springen. Die zum einen viel Zeit haben und zum anderen dann halt auch dann bereit wären, sich mal hier hinzusetzen, um was zu machen. Also ich wüsste jetzt auch nur, ja, Senryu halt. Aber wie gesagt, da spielen wir halt ja dann Splatoon oder sowas online. Ja, eine Freundin, da kann man zwischendurch mal eine Runde Mario Kart spielen, aber sie ist jetzt auch nicht so am Zocken oder sowas.
Ja, ich habe leider keinen Boost, dass ich hier drüber springen kann. Aber ich will es auch, glaube ich, nicht riskieren. Da ist mein Skill nicht so hoch. Shit. Und, ja, noch eine Freundin hätte ich, aber, ja, die sehe ich halt vielleicht einmal alle Monate. Alle 3, 4 Monate. Und aktuell habe ich auch sehr wenig Kontakt mit anderen. Ich weiß, ich habe das heute auch mal besprochen. Ich bin ja, habe ja so ein Therapie, wisst ihr ja. Und ich habe das heute mal besprochen ein bisschen, weil ich kriege das momentan überhaupt nicht auf die Reihe, sich irgendwie mit anderen Leuten zu treffen. Ich finde das momentan so hart anstrengend. Deswegen weiß ich auch nicht. Ich kann es auch nicht erklären, wieso. Ich saß da die ganze Zeit. Ja, was meinst du denn, warum? Ich weiß ich nicht. Deswegen rede ich ja oder drüber. Also ich wüsste es gern. Ja, deswegen. Momentan eher Ruhe. Aber braucht man vielleicht auch mal, ne? So, mit der Abkürzung hier sollten wir es auch locker flockig schaffen. So, schön. Bin hier richtig verstorben, weil ich tot war. Schaden, du kriegst hier Schaden. Ist nicht wie bei Mario Kart, wo du dann rausfliegst oder so, sondern, ja. B-. Schön. Ja, wird mich jetzt auch nur noch... Boah, wir haben gleich 40 Minuten schon gezockt. Schön. Aber ich muss sagen, diese Mini-Dinger sind schon ganz geil. Ja. 38. Ja, ist jetzt halt nicht der super beste Rang, aber komm, wir haben es geschafft. Das finde ich auch lustig. Also, dass man halt nicht hier gesagt kriegt, ja, du musst halt unbedingt Erster werden oder so. Und Hintergrund. Cool. Begib dich 50 Mal auf den Speedway. Erziele 50 Mal einen höheren Rang als jeweils unterschiedlichen Rivalen. Setze 20 Mal eine Wirbelattacke ein. 200 Mal. 20. Gehen wir nochmal in die Werkstatt. So, ist aber nur für Piloten kann. Aber das ist... Oh, das sieht doch ganz geil aus. So, und abzeichtechnisch... Moment, der hat mir die... Ach, ist das pro Fahrzeug? Oder wie? Ja, guck mal, meine ganzen Abzeichen sind... Oder ist das, weil... Nee. Sieht doch ganz cool aus. Jo. Gut. Würde ich sagen, dann war es das mit F099. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt gucken wir, was wir hier noch im Schönes im Stream machen. Aber ja. Läuft. Macht Spaß. Und wie gesagt, ich würde halt zwischendurch mal online spielen oder mal gucken, wie wir das dann auf YouTube hochladen. Ja. Aber ich fand's schön. Doll, doll, doll.